Hallo, Servus und willkommen zu diesem Video über Spiegelungen von Funktionsgraphen. Wir werden hier lernen, wie wir Funktionsgraphen und die zugehörigen Funktionsgleichungen so gestalten können, dass diese als horizontal oder vertikal gespiegelt erscheinen. Du brauchst dazu ein Vorwissen, lediglich die Inhalte der vergangenen Videos. Zum Schluss lernen wir auch noch zwei nützliche Begriffe kennen, das sind die der geraden und ungeraden Funktion. Zuerst natürlich die vertikale Spiegelung, die ist besonders einfach. Dazu eine kleine Erinnerung an die Definition von Funktionsgraphen. Wir erinnern uns, wenn wir eine Funktion mit Definitionsmenge d haben, dann ist der Funktionsgraph die Menge aller Punkte, die in der ersten Koordinate einen x-Wert aus dem Definitionsbereich und in der zweiten Koordinate den zugehörigen Funktionswert hat. Diese Punkte kann man dann in einem Koordinatensystem darstellen. Ja, wir betrachten nun eine Funktion, g genannt, mit demselben Definitionsbereich d. Und die definieren wir so, dass wir vor alle Funktionswerte von f ein Minus setzen. Also g von x gleich minus f von x. Und daraus folgt nun direkt, wenn wir ein x aus dem Definitionsbereich nehmen, dann liegt natürlich der Punkt x und f von x auf dem Graphen von f. Und dadurch, dass jetzt die Funktion g so definiert ist, wie oben angegeben, ist das Paar x und minus f von x auch ein Element des Graphen von g. Das sehen wir hier nochmal direkt aus der Definition der Funktion g. Was bedeutet das jetzt? Wir haben zwei Punkte und deren x-Koordinaten sind gleich. Die y-Koordinaten haben betragsmäßig den gleichen Wert, aber das andere Vorzeichen. Das heißt, die liegen spiegelsymmetrisch zu der x-Achse. Man kann das noch einmal zusammenfassen, indem man sagt, wenn man eine Funktion mit minus 1 multipliziert, beziehungsweise vor jeden Funktionswert ein Minus setzt, dann wird der Graph von dieser Funktion um die x-Achse gespiegelt. Dazu direkt gleich ein Beispiel. Wir betrachten nun eine Funktion f, die als Definitionsbereich das Intervall von minus 3 bis 8 hat und gegeben ist durch einen Funktionsgraph. Zu bestimmen ist nun der Funktionsgraph einer Funktion h, der sich aus der Funktion f ableitet. Also h von x ist gleich minus 2 mal f von x an jeder Stelle x. Diese Aufgabe ist wieder zum selber machen. Versuche das bitte in zwei Schritten und wir sehen uns gleich wieder. Dann lösen wir das gleich auf. Ein erster möglicher Schritt wäre mal, dass wir zunächst eine Funktion g bilden, die die Funktionswerte minus f von x an jeder Stelle x haben. Und aus der vorhergehenden Folie wissen wir bereits, das bewirkt eine Spiegelung bezüglich der x-Achse. Und demnach sieht der Graph auch so aus wie diese blaue Kurve. Das sieht man ganz gut. Wenn wir Punkte vergleichen an der Stelle x gleich 2 etwa, da hat die Funktion f den Funktionswert 2 und die Funktion minus f natürlich den Funktionswert minus 2. Ebenso an der Stelle 6, da hat die Funktion f den Funktionswert minus 1 und die Funktion g ist gleich minus f von x. Den Funktionswert minus minus 1 ist plus 1. In einem zweiten Schritt können wir dann noch weitermachen, indem wir sagen, die Funktion h ist zweimal die Funktion g, also zweimal minus f von x. Und der Graph ist dann einfach eine Streckung in vertikale Richtung von der Funktion g. Und das sieht so aus. Da ist jetzt noch zu bemerken, dass die Reihenfolge, in der wir diese zwei Schritte durchgeführt haben, auch vertauschbar ist. Das hat den Grund, weil er die Multiplikation mit minus 1 und die Multiplikation mit 2 vertauschbar ist. Schauen wir nun weiter zu den horizontalen Spiegelungen. Zuerst noch eine kurze Bemerkung und Hinweis dazu, wie man sich das Zustandekommen eines Funktionsgraphen vorstellen kann. Das geht besonders einfach bei reellen Funktionen. Und zwar, man geht einfach alle Werte für x aus dem Definitionsbereich von links kommend durch und zeichnet die Punkte eben, die den entsprechenden x-Wert und zugehörigen Funktionswert als Koordinaten haben. Das werden wir dann später in einer Animation nochmal kurz sehen. Zuerst noch auch eine Voraussetzung. Wir betrachten jetzt zwei Funktionen f und g.
Und diese Funktion g, die ist definiert als f an der Stelle minus x für ein x aus den reellen Zahlen. Und da müssen wir noch was betrachten, damit das Ganze funktioniert, muss der Definitionsbereich symmetrisch sein. Das heißt, wenn ich ein Element a in der Definitionsmenge habe, dann muss das Negative auch in der Definitionsmenge sein. Beispielsweise, wenn das Element minus 4 in der Definitionsmenge ist, dann muss minus minus 4 auch drinnen sein. Nun werden wir wieder Punkte auf den beiden Graphen identifizieren. Wenn wir zum Beispiel einen Punkt x und f von x auf dem Graphen von f betrachten, dann wissen wir natürlich, wenn jetzt x ein möglicher Argumentwert ist, dann ist es minus x auch. Es folgt aus der Voraussetzung. Und aus der Definition von g von x gleich f von minus x bekommen wir den zugehörigen Funktionswert. Und dieses Paar ist dann ein Element von g. Das folgt also, wie gesagt, direkt aus der Voraussetzung und aus der Definition der Funktion g. Was bedeutet das jetzt? Wenn wir die beiden Punkte nochmal vergleichen, diese beiden, sehen wir, die y-Koordinaten sind dieselben. Bei den x-Koordinaten ist es allerdings so, das sind genau die negativen voneinander. Die legen sich also symmetrisch zur y-Achse gegenüber. Für die Gesamtheit aller Punkte, oder Funktionswerte besser gesagt, bedeutet das jetzt, dass man die möglichen Argumentwerte aus der positiven Richtung negative Werte durchlaufen. Und so kann man irgendwie die Punkte konstruieren. Damit das ein bisschen klarer wird, sehen wir auch gleich eine Animation. Wir fassen vielleicht aber vorerst nochmal zusammen. Und zwar, wir können eine Funktion horizontal spiegeln, wenn wir einfach in eine gegebene Funktion die Funktion minus x einsetzen. Damit eben die Argumentwerte genau umgekehrt durchlaufen werden. Und das bewirkt diese horizontale Spiegelung um die y-Achse. Dazu noch die versprochene Animation. Wir sehen hier in grün eine Exponentialfunktion, die werden wir noch genauer in einem späteren Video kennenlernen. Und jetzt mache ich genau das, dass ich sage, eine Funktion g ist so definiert, dass ich das Argument von f ersetze durch minus x. Wir sehen, die Funktion f, da steht 1,2 hoch x und dieses x ersetze ich jetzt für die Funktion g durch minus x. Und jetzt durchlaufe ich einfach die Funktionswerte von f und schaue, was mit den Funktionswerten von g passiert. Das sieht man an dem blauen Punkt, also der blaue Punkt, der entspricht den Elementen des Graphen von g. Und wir sehen, der grüne und blaue Punkt, die sind sich immer gegenüber voneinander und somit bekommen wir eben genau dieses gespiegelte Aussehen. Wir werden das nun in einem Beispiel gleich in Aktion sehen. Hier ist nämlich die Funktion f gegeben durch eine Funktionsgleichung und aber auch ihren Funktionsgraphen. Und wir sollen jetzt zwei Funktionen g und h konstruieren, die durch ihre Funktionsgleichungen gegeben sind, die sich beide auf die Funktion f beziehen. Versucht das zunächst einmal selber und danach schauen wir uns gemeinsam die Lösung an. Gut, ich hoffe, du warst erfolgreich. Gehen wir gemeinsam die Lösung durch. Zunächst die Funktion g. Da sehen wir, da haben wir in die Funktion f minus x eingesetzt. Und das war eben der Fall von vorher, wo wir die Funktion horizontal um die y-Achse spiegeln. Machen wir das einmal für ein paar Punkte, zum Beispiel den Punkt auf dem Graphen an der Stelle 1, das wäre dieser hier, also der Scheitelpunkt dieser Parabel. Wenn wir den um die y-Achse spiegeln, bekommen wir diesen Punkt hier drüben. Das heißt, dasselbe Funktionswert, also dasselbe y-Koordinate, aber eben genau der gegenüberliegende Argumentwert minus 1. Dieser Punkt hier wäre gespiegelt dieser Punkt. Und natürlich, wir können zum Beispiel auch den Punkt an der Stelle x gleich 0 spiegeln. Naja, minus 0 ist natürlich wieder 0, das heißt, mit dem passiert diesmal gar nichts. Und
Wenn wir das jetzt nun einzeichnen, dann bekommen wir das folgende Bild. Die Funktionsgleichung ist hier auch gleich eingezeichnet. Wir sehen hier, wenn wir hier bei der Funktionsgleichung von f statt dem x einfach ein minus x einsetzen, dann bekommen wir direkt die Funktionsgleichung von g. Man könnte das natürlich noch ausmultiplizieren und vielleicht hier zwei Minus wegkürzen, muss aber nicht sein. In einem zweiten Schritt betrachten wir die Funktion h von x. Wir sehen ja, h von x ist einfach minus g von x, also minus f von minus x. Und das wollen wir. Wir wissen, wenn wir vor einer Funktion einfach ein Minus davor setzen, also alle Funktionswerte, bei denen wir das Vorzeichen umgedreht, dann haben wir eine vertikale Spiegelung. Das hier nochmal zur Wiederholung. Und so sieht eben der Funktionsgraph aus. Bei der Funktionsgleichung sieht man jetzt hier gut, ich habe vor die ganze Funktionsgleichung von g, hier in den dicken roten Klammern, einfach ein Minus gesetzt. Und das bewirkt die vertikale Spiegelung. Ja, hier sei noch bemerkt, die rote Funktion, die wir jetzt durch doppelte Spiegelung erreicht, also einmal um die y-Achse und dann einmal um die x-Achse. Und man nennt das auch punktsymmetrische Veränderung. Man kann sich das vorstellen wie eine Rotation um 180 Grad um den Ursprung. Also die rote Funktion h, die ist punktsymmetrisch zum Ursprung gegenüber der Funktion f. In diesem Beispiel sollst du das noch einmal reflektieren. Das ist ein ganz kurzes Beispiel, wo du eben selber noch einmal probieren kannst, wie diese Funktionsgraphen gespiegelt werden und was mit den Funktionsgleichungen, die dazugehören, passiert. Lösen wir das gleich auf. Ich gehe da jetzt schnell darüber. Beim ersten Beispiel ganz links haben wir eine vertikale Spiegelung. Dann sieht der Funktionsgraph so aus und die zugehörige Funktionsgleichung wäre dann natürlich minus f von x. Vertikale Spiegelung durch davorsetzen von einem Minus oder Multiplikation mit minus 1. Zweites Beispiel, eine horizontale Spiegelung, die sieht so aus in etwa. Ja. Und das erreichen wir, indem wir das Argument durch minus x ersetzen. Ganz zum Schluss noch die doppelte Spiegelung. Da haben wir gesagt, das ist die Punktsymmetrie, wo wir sowohl horizontal als auch vertikal spiegeln. Und wir erhalten diese Funktion, das wäre dann minus f von minus x. Das heißt, beides, was wir links gemacht haben, gemeinsam. Vielleicht nochmal zur Bedeutung der Punktsymmetrie. Wenn wir uns dann einen Punkt aussuchen auf dem Graphen von f, zum Beispiel diesen hier, und ich will den spiegeln bezüglich des Ursprungs, dann kann ich mir eine Strecke vorstellen zwischen dem Ursprung und dem Punkt. Und die Strecke trage ich jetzt auf der anderen Seite einfach in der Verlängerung auf, gleich lang, ja, und bekomme dann quasi den um den Punkt 0,0 gespiegelten Punkt auf dem Graphen. In diesem letzten inhaltlichen Punkt geht es noch um zwei nützliche Begriffe, nämlich die geraden und ungeraden Funktionen. Wir sehen hier, wir haben Funktionen mit gewissen Eigenschaften. Und die Eigenschaften stehen hier bzw. hier. Lies dir das Ganze mal durch und überlege selbst, was hier in die Lücken eingesetzt werden könnte. Du kannst da dazu natürlich auch diese Beispiele, die hier gegeben sind, zur Hilfe nehmen oder dich erst im Anschluss davon überzeugen, dass es sich hier um gerade und ungerade Funktionen handelt. Ja, wenn wir das jetzt noch gemeinsam durchgehen, schauen wir uns einmal die Funktion mit dieser Eigenschaft hier oben an. H von x gleich h von minus x. Wenn ich da ein kurzes Bild dazu mache, ich habe einen Punkt auf dem Graphen an der Stelle x und h von x. Das heißt, die y-Koordinate ist h von x. Dann weiß ich jetzt auch, der Graph enthält auch den Punkt minus x und f von x. Und wir sehen, diese beiden Punkte hier sind eindeutig spiegelsymmetrisch zur vertikalen Achse. Und das können wir hier auch eintragen. Beispiele dafür sind die Potenzfunktionen mit geraden Exponenten.
Na, gerade, daher kommt ja auch der Name. Der Kosinus ist ein berühmtes Beispiel und auch die Glockenkurve der Standardnormalverteilung. Die lernen wir in der 8. Klasse erst kennen und wir werden sie auch in einem späteren Video nochmal betrachten. Ungerade Funktionen hingegen, die haben eine Eigenschaft, die sieht sehr ähnlich aus, aber da steht noch ein Minus davor. Also der Funktionswert an der Stelle x ist gleich minus der Funktionswert an der Stelle minus x. Zeichnen wir dazu auch noch ein ganz kurzes Bild. Wir stellen uns wieder vor, wir haben da einen Punkt mit den Koordinaten x und h von x. Dann liegt der Punkt minus x und minus h von x auch auf dem Graphen. Somit ist das Ganze punktsymmetrisch zum Ursprung. Liegt also genau gegenüber vom Ursprung und das können wir hier eintragen. Namensgebend dafür sind die ungeraden Potenzfunktionen und der Sinus ist auch ein prominentes Beispiel. Nun zur Reflexion. Noch ein Beispiel, das wir im Anschluss natürlich gleich auflösen. Hier kannst du selbst einmal versuchen, ob du gerade und ungerade Funktionen identifizieren kannst. Kommen wir zur Auflösung. Ich gehe das mit euch ganz schnell durch. Bei der grünen Funktion f von x, das ist die Betragsfunktion, sehen wir eindeutig, die ist spiegelsymmetrisch zur y-Achse und somit ist die Funktion gerade. Das Beispiel direkt darunter, so eine Polynomfunktion dritten Grades, da könnte man jetzt vermuten, die Funktion ist gerade. Aber das können wir sehr schnell widerlegen. Wenn die Funktion nämlich gerade wäre, wir betrachten diesen Punkt hier unten, dann müsste der symmetrisch zur y-Achse liegende Punkt auch auf dem Graphen sein, also dieser hier. Das ist er aber nicht, daher ist die Funktion nicht gerade. Ist sie vielleicht ungerade? Naja, wir vergleichen wieder diesen Punkt an der Stelle 1,5 und 2. Dann müsste ja der Punkt minus 1,5 und minus 2, also dieser hier unten, auf dem Graphen liegen. Das tut er nicht, daher ist die Funktion nicht gerade oder ungerade. Bei der Funktion h rechts oben, Funktion 1 durch x, da sieht man, glaube ich, ganz gut, der Teil, der im ersten Quadranten ist, also hier oben, dieser Teil, würden wir den zweimal spiegeln, das heißt einmal um die y- und einmal um die x-Achse, dann bekämen wir genau den Teil da unten. Man könnte gleichfalls den Teil im ersten Quadranten hier oben um 180 Grad drehen in den dritten Quadranten und bekäme quasi den zweiten Teil dieser Hyperbel. Das heißt, diese Funktion ist ungerade. Die letzte Funktion k, hier in Violett dargestellt, die ist eindeutig gerade. Ja, wir können wieder zwei Punkte vergleichen, zum Beispiel diesen hier, gespiegelt zur y-Achse, haben wir wieder einen Punkt auf dem Graphen, passt. Wir überprüfen es jetzt natürlich nicht für alle Punkte, aber man sieht es, glaube ich, ganz gut. Ich hoffe, du hast da sehr viel lernen können. Das war ein langes Video und da war viel Input drinnen. Wir werden das auch hin und wieder brauchen, zum Beispiel bereits beim nächsten Video, wo es um die Scheitelpunktform von quadratischen Funktionen geht. Bis dahin alles Gute und bis bald.